So, Freunde, die nächsten Starterpakete, whoopala, sind an euch raus. Viele bestellen die Starterpakete, viele machen bei den Programmen mit, viele bestellen auch bei mir im Shop. Das freut mich sehr. Danke fürs Vertrauen. Deswegen machen wir samstags weiter mit unseren ehrlichen Reviews. Ehrliche Reviews deswegen, weil ich keine Marke präferiere. Ich werde von keinen Marken bezahlt oder irgendwas, keine Hersteller, keine Verträge. Deswegen kann ich euch auch meine ehrliche Meinung sagen. Deswegen gibt es auch heute ein kleines kritisches Video zum Thema Kreatin, zum Thema Kreatinmonohydrat im Vergleich zu diesen ganzen neumodischen Kapseln, zu diesen ganzen Krealkalinen, gepufferten Kreatinsorten. Ich will kein spezielles nennen. Ich will heute mal so ein allgemeines Video machen. Ich will auch nicht ganz genau darauf eingehen, was Kreatin bewirkt. Da werden wir noch ein längeres Video zu machen. Dass Kreatin funktioniert, das wisst ihr. Habe ich auch schon mal in meinem Must-Have-Video gesagt, Kreatin, absolut mein Must-Have-Supplement. Kreatin-Monohydrat habe ich immer da. Ich nehme es auch regelmäßig, ich mache keine Aufladephasen. Ihr könnt mit Kreatin einfach nur euren Kreatin-Phosphatspeicher in der Muskelzelle füllen. Ob ihr das jetzt durchgängig mit einer kleinen Portion macht, die wesentlich besser ist für eure Nieren und so weiter, oder mit einer Riesenportion, spielt keine Rolle. Wie gesagt, die kleinere Dosis ist wirkungsvoller und auf jeden Fall gesünder. Da reichen bereits 5-6 Gramm am Tag aus vom Kreatinmonohydrat. Hat ganz viele Vorteile, vielleicht kurz. Ihr habt mehr Kraft mit Kreatin. Ihr könnt damit natürlich intensiver trainieren. Ihr könnt damit natürlich den Muskel besser schädigen. Das führt natürlich zu mehr Muskelwachstum, also Kreatin absolut geeignet. Es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass Kreatin tatsächlich auch beim Arbeitsgedächtnis so ein bisschen hilft. Ich habe selbst gemerkt, in Lernphasen und so weiter habe ich einfach mit Kreatin bessere Denkleistungen. Ich hoffe, ich bilde es mir nicht ein, aber Studien beweisen das. Wie gesagt, könnt ihr alle haben bei mir, gibt es aber zuhauf. Es gibt keine Nebenwirkungen, wenn ihr das gering dosiert, wenn ihr bei 5-6 Gramm bleibt. Wie gesagt, es gab früher mal Studien, die zeigten dann, dass wenn man 30-40 Gramm, wie das auch viele gemacht haben, nimmt, dass dann natürlich die Niere mehr arbeitet, höhere Kreatininwerte und so weiter. Wie gesagt, bei der kleinen Dosis überhaupt kein Problem. Denkt dran, der Körper produziert auch eigenes Kreatin. Das ist ein körpereigener Stoff, deswegen ist auch wie gesagt, in Fleisch drin und so weiter. Dadurch, dass wir weniger Fleisch essen, können wir ruhig supplementieren mit Kreatin. Lange Rede, kurzer Sinn. Kreatin, absoluter, ja, das ist so mein Must-Have. Egal ob in der Diätphase, ob in der Aufbauphase, ich nehme immer Kreatin, außer in der Anabolen-Diät. Da habe ich keine Kohlenhydrate, da bringt mir das nicht so viel, da kommt das nicht da an, wo ich es haben will. Deswegen mache ich dann da meine Pausen. Absolut empfehlenswert. Was sage ich jetzt zu diesen ganzen Kapseln? Ich habe sie ja auch im Shop. Ich habe ja auch diese ganzen Konkret-Kreatine und so weiter. Krealkalin habe ich auch im Shop. Muss man es nehmen? Nein. Besonders wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr das erste Mal mit Kreatin supplementiert, testet euch wirklich an Monohydrat. Ich habe ganz viele bei mir im Shop. Schaut, dass es eine gute Qualität hat, dass es ein Krea pur ist. Das heißt, dass es wirklich sehr, sehr fein vermahlen ist, dass es sehr, sehr hochwertig ist. Das ist so mein Tipp. Ihr braucht am Anfang diese Kapseln nicht auszuprobieren. Aber wenn ihr zum Beispiel, deswegen haben die ihre Daseinsberechtigung für mich. Die Dinger sind ziemlich teuer. Wenn ihr euch das hochrechnet, hier habt ihr wirklich, ihr könntet so viele Kapseln damit machen. Und der Effekt ist ähnlich. Bei mir ist er gleich. Ich muss es wirklich ganz klar sagen, bei mir haben diese ganzen Krealkalien, diese ganzen gepufferten Kreatinsorten. Hier haben wir zum Beispiel 6 Kreatinsorten, Ethyl-Ester-Zusammensetzung, wo das Kreatin ein bisschen verändert wurde, wo der pH-Wert runtergesetzt wurde, damit es besser verarbeitet werden kann vom Körper. Ich merke keinen Unterschied. Ganz, ganz klar. Viele sagen aber, dass sie bei Krealkalin zum Beispiel mehr Kraft und so weiter spüren. Kann ich nicht sagen. Warum kann man sie trotzdem nehmen? Wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr kennt es bestimmt, man ist mal irgendwie eine Woche weg und man hat nicht Lust, immer dieses ganze Ding mitzunehmen. Die Dosierung wird schwierig. Hier könnt ihr euch immer eure Dosis mit in die Tasche nehmen. Das mache ich tatsächlich so. Ich habe meine 4-5 Kapseln. Ich weiß, dass ich sie zwischendurch mal nehmen kann. Ich brauche nur ein bisschen was zu trinken. Ihr könnt sie sehr gut verwenden. Sie werden vom Körper schnell verwertet. Die Dosierung könnt ihr ein bisschen niedriger setzen. Das heißt, die Grammzahl, die ihr hiermit braucht, braucht ihr hier nicht unbedingt. Ist trotzdem recht teuer. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Schreibt wirklich bei den Kommentaren mal, ob ihr bessere Erfahrungen mit Kapseln gemacht habt. Welche Kreatinsorte eure Lieblingssorte ist, würde mich total interessieren. Ich habe so alle durch. Wie gesagt, ich bin Fan vom Monohydrat. Ich habe vielleicht nochmal zur Dosierung. Ich habe hier so meine 3-4 Gramm, also einen gehäuften Teelöffel.
in meinen Post-Workout-Shake mit Malto, mit Whey. Und vorm Training habe ich nochmal 1-2 Gramm in meinem Pre-Workout. Da ist es meistens ein bisschen anderes Kreatin. Das ist so meine Dosierung. Mehr solltet ihr nicht nehmen. Bei den Kapseln nehme ich dann auch so die typische Dosierung von, dass ich so auf meine 4-5 Gramm komme. Ist auch unterschiedlich von der Kreatinsorte. Testet es mal aus. Wie gesagt, Anfänger hier. Wenn ihr es nicht vertragt oder die ganze Zeit unterwegs seid, ihr wollt Kapseln, könnt ihr die nehmen. Die sind nicht schlechter, auf gar keinen Fall. Die sind halt nur wesentlich teurer. Das ist so mein Fazit. Ich bin gespannt auf eure Diskussion. Checkt mal meinen Shop. Sagt mal, welches Supplement oder welches Kreatin-Supplement ihr am liebsten mögt. Ich bin gespannt. Vielleicht kenne ich noch nicht alle. Sagt mir mal Bescheid. Abonniert den Channel. Ich freue mich auf euch. Immer wieder samstags. Hoppala.